Ja, dann nochmal offiziell herzlich willkommen und guten Morgen an diesem Sonntag zu Pranayama und Meditation. Und ich habe mich ja gerade schon so ein bisschen bewegt. Ich hoffe, ihr seid auch halbwegs locker. Wenn ihr mit der Aufnahme übt und ihr seid nicht locker, dann nehmt euch nochmal einen Moment Zeit und öffnet zumindest so ein bisschen die Leisten vorne. Also Oberschenkel und Leisten und vielleicht ein bisschen den Schultergürtel. Vielleicht auch die Hüftmuskulatur hinten, also Po-Muskeln, zum Beispiel durch den Drehsitz oder sowas, um ein bisschen besser sitzen zu können. Nochmal die Uhr ins Blickfeld holen. Ich hoffe, ihr hört nicht das Ticken zu laut. Da gab es mal eine Beschwerde. Okay. Dann kommt in einen guten und aufrechten Sitz, bitte. In einen Sitz, der es euch leichter macht, die Aufmerksamkeit weg von Beschwerden in Knien oder Füßen oder im Rücken zu bringen, um das Bewusstsein mehr ausdehnen zu können. Dann habe ich einen Moment Zeit. Und im Englischen heißt es immer ein Settle Down oder also settle into your seat, lass den Sitz sich langsam so setzen, komm an. Und genauso wie du dich aber auch in deinem Sitz ankommst, lass auch dein Bewusstsein sich jetzt langsam setzen. Ich habe immer so das Bild von Kaffeesatz, der erst so aufgerührt ist, Kaffeepulver in der Tasse. Und mit der Zeit setzt sich langsam der Satz nach unten zum Boden ab. Das heißt nicht, dass es dann nicht neu ist. Aufwirbeln gibt, aber für den Moment kommen wir erst einmal so ein bisschen mehr im Hier und Jetzt an. Schließ die Augen langsam. Und lass den Atem noch für einen Moment ganz natürlich fließen. Entspann Augen und Kiefermuskeln mehr. Und kreiere so mit diesem guten Sitz, dem weichen Gesicht, mit ein bisschen Zeit und Bewegungslosigkeit die besten Voraussetzungen, dass auch dein Nervensystem und dein Geist sich etwas beruhigen. Wir beginnen mit Ujjayi-Atmung. Bringe also ein bisschen Tonus in die Kehle. Und nimm wahr, wie mit diesem Widerstand in der Kehle der Atem automatisch etwas langsamer fließt. Du also mehr Zeit brauchst für eine Einatmung und mehr Zeit für eine Ausatmung. Mit diesem leichten Tonus in der Kehle entsteht ein ganz leiser Ton. Ein Atemgeräusch, das du selbst hörst. Und anhand dessen überprüfen kannst, ob dein Atem gleichmäßig fließt. Ob er tief fließt. Ob er irgendwo stockt oder es Pausen gibt.
Beginn, diesen Atem jetzt noch mehr auszudehnen, mehr Raum zu geben, mehr Länge, Tiefe. In der Ein- und in der Ausatmung. Atme auf eine Art und Weise, die dich ruhiger werden lässt und nicht nervös macht. Und dann bring mehr und mehr Aufmerksamkeit zum Ende der Einatmung und zum Wechsel zur Ausatmung. Was passiert in der Fülle zum Ende der Einatmung hin und dann im Übergang zur Ausatmung? Sollte dort eine kleine Pause entstehen, man lässt diese Pause zu. Besser gesagt, heiße sie herzlich willkommen. Wir nennen das Kumbhaka. Atem anhalten oder die Pause zwischen den Atemzügen in der Fülle. Wenn du merkst, du willst zu viel Pause kreieren und das stresst dich, dann nimm dich wieder einen Schritt zurück und beobachte einfach nur den Wechsel zwischen Ein- und direkter Ausatmung. Verändere dann deinen Fokus hin zum Wechsel in der Leere zwischen Ausatmung und der nächsten Einatmung. Beobachte erst nur, ohne zu forcieren.
Je nach Tageszeit kann dir das ein oder andere leichter fallen. Jetzt am Morgen, wo wir uns eher auf Aktivität einstellen, wird es wahrscheinlich einfacher sein, in der Fülle den Atem zu halten oder Pause einzuladen. Zum Abend hin, das Nervensystem sich auf Ruhe einstellt, wird es in der Ausatmung leichter fallen. Entspanne langsam wieder die Kehle, lass die Augen noch geschlossen, kannst dich räuspern oder den Kiefer etwas bewegen. Gön. Und lass den Atem einen Moment ganz frei und ohne Spannung in der Kehle fließen, ganz natürliche Atmung, falls möglich. Wie gestalten sich jetzt diese Übergänge zwischen Ein- und Ausatmung und Ausatmung und Einatmung? Forciere nichts, heiße einfach nur willkommen.
Solltest du merken, dass du abschweifst und dir das Beobachten dieser Pausen nicht genug Fokus gibt, dann beginn wieder mit Ujjayi-Atmung so sanft wie möglich. Und dann lehnt langsam den Atem wieder mehr aus. Atmet ruhig etwas kräftiger ein. Und beginnt mit einer ganz kleinen Bewegung, fast wie nach Shavasana. Bring deine Hände vors Herz. Dann atmet gemeinsam aus. Und für einen Om in Ruhe tief ein, um die Praxis abzuschließen. Vielen Dank. Für heute Morgen. Ich hoffe, das war ein ganz guter Start in den Tag. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, schönen Sonntag. Und bis morgen früh. Gleichfalls, danke. Gerne. Ich schreibe, ich schicke den Link zu der Musik. Ich weiß auch nicht. Ich schreibe den irgendwo hin, wo ihr das alle liest. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.